Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich würde gerne eingangs zu drei Themen etwas sagen. Zunächst zum Thema AfD. Dort war zu vernehmen aus dem Bundestag von der Union und auch von der außerparlamentarischen Opposition von der FDP, dass der Verfassungsschutz die AfD bzw. einzelne Akteure der AfD überwachen sollte. Auf den ersten Blick scheint das vielleicht dem einen oder anderen eingängig, denn es ist unstrittig, die AfD ist eine rechtspopulistische, rassistische Partei. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der Verfassungsschutz ist nun gänzlich ungeeignet, mit dem Problem AfD, mit dem gesellschaftlichen und politischen Problem des Rechtspopulismus in irgendeiner Form umzugehen. Der Verfassungsschutz ist eine prinzipiell gescheiterte Behörde und im Kampf gegen Rechts ohnehin hat er in der Vergangenheit immer versagt. Mein Hinweis an die Konservativen und auch an die Liberalen ist, für eine Politik zu sorgen, die der AfD nicht fortwährend in die Hände spielt, Rassismus entschieden entgegenzutreten, eine soziale Politik zu machen, eine demokratische Politik und auf die Stichwortgeberei in Richtung AfD und Rechtsaußen zu verzichten, vor allen Dingen aus den bayerischen Regionen, dann haben wir auch eine Chance, die AfD wieder zurückzudrängen. Das Zweite, was ich ansprechen will, ist das Thema Flucht und die Toten, die wir seit geraumer Zeit im Mittelmeer und anderswo zu beklagen haben. Laut Pro Asyl sind es pro Tag 8 Menschen, die auf diese Weise ums Leben kommen. Die Bundeskanzlerin hat nun noch einmal darauf hingewiesen, dass auch sie diesem schlimmen Zustand ein Ende bereiten will. Ich würde mich freuen, wenn sie das in der Tat tun würde und sich dafür einsetzen würde, denn das ist ein unmenschlicher Vorgang, den wir dort regelmäßig zu beklagen haben. Der wichtigste und dringendste Punkt dabei ist, legale Wege zu schaffen, um nach Europa zu kommen für diese Flüchtlinge. Und das ist nun genau das, was weder die Bundesregierung noch die europäischen Regierungen insgesamt tun. Sie schotten Europa ab. Und auch die Bundeskanzlerin beteiligt sich an dieser Politik. Deutschland forciert sie zum Teil. Und Grenzabschottung ist die Geschäftsgrundlage für Schleuserbanden. Und wer an diesem mörderischen Geschäft etwas ändern will, der muss legale Wege schaffen, für diese Menschen nach Europa zu kommen. Und er muss zum Zweiten etwas dafür tun, dass es weniger oder vielleicht sogar gar keine Gründe mehr für Menschen gibt, ihre Heimat zu verlassen und zu flüchten. Und auch an dieser Stelle agiert die Bundesregierung alles andere als überzeugend. Der dritte Punkt, den ich ansprechen will, ist das Thema Rot-Rot-Grün oder R2G. Seit einigen Tagen haben wir wieder eine doch sehr lebhafte Debatte zu diesem Thema. Vielleicht liegt es auch an den Temperaturen und an der Sommerpause. Ich will zunächst sagen, dass ich mich prinzipiell darüber freue, dass in der SPD offensichtlich die Diskussion so weit fortgeschritten ist, dass man mit Blick auf die nächste Bundestagswahl sich von der Union lösen will und diesem bedingungslosen Anhängsel SPD in der Großen Koalition ein Ende machen will und wieder selbstbewusst auftreten will. Dazu gehören andere Optionen und insofern freue ich mich über diese Offenheit. Was ich bisher vermisse ist, außer guten Ratschlägen an die Linke, dass die Sozialdemokraten mal sehr deutlich sagen, was sie denn tun wollen in einer neuen Bundesregierung, wenn sie wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Was soll sich ändern? Worin besteht das sozialdemokratische Programm? Was ist der Politikwechsel? Es gibt eine Menge zu tun in diesem Land. Wir haben eine ganze Reihe an sozialen und wirtschaftlichen und demokratischen Problemen miteinander anzupacken. Und ich erwarte mal ein paar Vorschläge der SPD, damit wir darüber reden können, worin denn eine Gemeinsamkeit und ein Politikwechsel bestehen würde, über den wir dann auch bereit sind, als Linke zu diskutieren. Die Linke wird sich, das hat sie auch bei der letzten Bundestagswahl deutlich gemacht, auch 2017 einem bundesweiten Politikwechsel nicht verschließen. Und da nun immer wieder angemahnt wird, die Linke müsse in bestimmten Bereichen ihre Position räumen oder Kompromissfähigkeit beweisen. Ich würde gerne mal einen Vorschlag der SPD hören, in welchem wichtigen Politikbereich sie auf uns bereit ist zuzugehen. Bisher höre ich immer nur, wo sich die Linke bewegen muss. Kompromissfähigkeit ist keine Einbahnstraße und auch die Sozialdemokraten müssen natürlich, wenn sie Bündnisfähigkeit beweisen wollen, ein Stück weit von ihren Positionen abrücken und sich auf die Linke zu bewegen. Dann können wir ernsthaft über bestimmte Optionen reden. Letzter Punkt dazu von mir.
Der Wahlkampf hat noch nicht mal richtig begonnen. Und insofern will ich darauf hinweisen, dass alle drei Parteien, die jetzt hier in der Debatte sind, ihren eigenen und eigenständigen Wahlkampf machen werden. Und auch die Linke wird ihren eigenständigen Wahlkampf machen. Und wir werden auch in diesem Wahlkampf von unseren friedenspolitischen Positionen nicht abweichen, wie von vielen anderen Positionen auch nicht, weil wir wollen Wählerinnen und Wähler für unsere Position gewinnen und damit möglichst stark vertreten sein im nächsten Bundestag. Das werden die anderen Parteien auch tun. Letzter Satz von mir. Herr Oppermann hat sich zu dem Thema auch geäußert und meinte, er müsse uns Personalratschläge geben. Ich würde die SPD und Herrn Oppermann doch bitten, davon Abstand zu nehmen, uns zu sagen, wen wir auf die Listen für den Deutschen Bundestag zu wählen haben. Das ist Angelegenheit unserer Partei. Ich sage den Sozialdemokraten auch nicht, welche SPD-Mitglieder auf den Listen in den einzelnen Landesverbänden bitte nominiert werden sollen oder nicht. Dankeschön.